Das Ding hat eine Art mechanischen Harnisch. Was das wohl? Mit diesem Harnisch entdecken Sie mich vielleicht nicht, ist ein Versuch wert. Identifikation bestätigt. Drohnenwache. Sektor 7. Weitergehen. Drohnenwache im Zimmer der Königin. Nicht zugelassen. Zugang verweigert. Mist! Das Insekt macht ein groteskes Experiment. Es pflanzt Maschinenteile in das Kind. Dieses Monster ist eine halbe Maschine. Wer sind Sie? Chip-Top, Cybertechniker. Was ist Ihre Aufgabe? Ich pflanze kybergenetische Veränderungen auf Fleisch ein. Wer hat diese Roboter konstruiert? Komma, ich habe das erste Wunderkönigin. Ich brauche sofort mein neues Harnisch. Wer hat das genehmigt? Ich habe keine Zeit darum zu stehen. Kommen Sie wieder, wenn Sie die nötigen Papiere dabei haben. Eine Art Scanner. Weißzange, ganz schön scharf. Wahrscheinlich nach Kopieren nach Sie. Ein gut aussehender junger Zyklop. Ob er mir helfen kann? Im Namen des Schöpfers, Grimwald. Du bist doch Grimwald. Aber was hast du hier verloren? Warum bist du zurückgekommen? Ich dachte, Gromner hat alles unter Kontrolle. Grimwald? Soll das mein Name sein? Ich erinnere mich nicht an viel. Nur, dass ich in diesem Bienenstock hier aufgewacht bin und Probleme mit den Insekten hatte. Musste dieses komische Ding benutzen, um an den Sicherheitskräften vorbeizukommen. Das ist ein Erkennungsharnisch. Gromna hat es für alle gebaut, seitdem sie blind sind. Wenn sie das Ding tragen, halten die Viecher sie für einen von ihnen und lassen sie in Ruhe. Hey, wir müssen uns mal unterhalten. Unter vier Augen. Ich heiße Gravin. Wir sollten uns mal länger unterhalten, aber momentan ist hier einfach zu viel los. Später gehe ich zurück zu meiner Behausung. Da können wir uns dann treffen. Falls irgendeiner Sie danach fragen sollte, der Zugangscode lautet Grenesir. Codewort? Mist! Zugang abgelehnt. Ein Abwehrmechanismus für Gravins Behausung. Codewort? Grenesir. Eintreten. Ein Vorschlaghammer. Der könnte nützlich sein. Gravins Handwerkzeug. Ob Gravin ein paar gute Kristalle hat? Und jetzt eine aktuelle Nachricht. Bei der Suche nach einem weiteren vermissten Kind in der Kleinstadt Warrendale hat die Polizei am Mount Cytheria etwas gefunden, was einem gigantischen Insektennest ähnelt. Daneben sind Überreste einer Maschine entdeckt worden. Noch sind kaum Details zu erfahren, doch von mehreren Seiten war zu hören, dass der sichtbare Teil des Nestes wohl zu einer größeren Struktur gehört. Wir informieren Sie, sobald es weitere Neuigkeiten gibt. Um die Ausbreitung der Insektenplage über unser Land zu verhindern, wird der führende Insektenforscher Gromna mit seinem Team das wachsende Nest untersuchen. Auf die Frage, warum er sogar sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, antwortete Gromna, er würde alles opfern, um die Plage einzudämmen. Präsident Agris lobte den Einsatz mit den Worten, Gromna ist ein wirklich beeindruckender Mann und wir alle wünschen ihm viel Erfolg. Das ganze Land hat heute erleichtert aufgeatmet, nachdem Gromna endlich ein Lebenszeichen von sich gegeben hat. Seit Monaten schon hatte er sich nicht mehr gemeldet. Doch jetzt hat er sogar eine Methode angekündigt, mit der die Fortpflanzung der Brut verlangsamt werden kann. Er bleibt in der Nähe des Nestes
um weitere Forschungen durchzuführen. Hallo, Gravin. Bist wohl nicht da, sondern unterwegs, um mit Gromner die Welt zu retten, oder so? Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe und vermisse. Und ich mich wirklich freue, dich bald, bald wieder zu sehen. Bis bald, Liebling.
Kohle mehr geliefert. Gavin ist sicher in seiner Behausung zu finden. Wer hat diese Roboter konstruiert? Komma, der Ehrenmann der Assistenterkönigin. Wo steckt der? Hilf bei der Königin. Heute ist der Abend der Vergeltung. Was gibt's noch, viel zu versprechen? Abend der Vergeltung? Haben Sie Probleme mit Ihrem Gedächtnis? Jeder weiß auch Bescheid über den Abend der Vergeltung. Schon morgen werden wir im Rahmen der Friedensvereinbarung diese Bestellung einnehmen, die man uns jahrzehntelang vorenthalten hat, und endlich wieder die Erde beherrschen. Wovon reden Sie? Sie müssen ganz schön durcheinander sein. Gromner hat die Schwächen seines Feindes erkannt und schickt uns bei unserem Rachefeldzug zur Seite. Mit seiner Hilfe und der Kybernetik werden wir die Planeten endlich wieder regieren. Wie denn das? Sind wir alleine nicht stark genug, den Kampf zu gewinnen? Ohne Kybernetik wären wir dem Feind unseren Atombomben unterlegen. Aber mit Kybernetik sind wir so schnell, dass wir die Hauptstadt bereits eingenommen haben, bevor sie die Schalter drücken können. Mit Beginn des Morgenkampfs beginnt für uns ein neues Zeitalter. Unabwendbar. Ich brauche sofort mein neues Harnisch. Wer hat das genehmigt? Ich habe keine Zeit, darum zu stehen. Kommen Sie wieder, wenn Sie die nötigen Papiere dabei haben. Da sind Sie ja. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Hatte befürchtet, es könnte Ihnen am Ofen etwas passiert sein. Besonders, da Sie sich ja an nichts erinnern. Ich erinnere mich wirklich an kaum etwas. Ich hätte nicht einmal meinen Namen gewusst, wenn Sie ihn nicht gesagt hätten. Jedes Riesenkind kennt Grimval. Sie sind der große Held aus dem Krieg des Einen. Krieg des Einen? Können Sie mir noch ein bisschen mehr verraten? Oh mein Gott, Sie sind ganz schön verwirrt, nicht wahr? Der Krieg des Einen war der entscheidende Punkt in unserer Geschichte. Jahrelang haben wir mit den Insekten gekämpft, ohne dass bei zahllosen Schlachten irgendeiner groß am Boden gewonnen hätte. Unsere Schöpfer, denen wir alles und nichts verdanken, haben sich das lange Zeit mit angesehen, bevor sie etwas unternommen haben. Sie haben mit den Anführern auf beiden Seiten geredet und ihnen gesagt, dass der Sieg durch eine große Schlacht entschieden werden sollte. Der Sieger sollte den Planeten beherrschen, während der Verlierer auf ewig unter die Oberfläche gezwungen werden sollte. Und wir haben gewonnen? Ja, dank Ihrer Hilfe. Sie haben fast ein Drittel aller Feinde im Alleingang zerstört. Aber wenn wir gewonnen haben, warum sind diese Dinger dann wieder hier? Das weiß keiner. Im Grunde hat vorher auch niemand an den Krieg des Einen oder an diese Insekten geglaubt. Bis jetzt. Diese Teufelsmaschine wird einige Zeit lang nicht zu gebrauchen sein. Teufelsmaschine? Ist doch nur ein Ofen, oder? Darin wurden Kinder verbrannt, Graven. Zyklopenkinder. Was? Wie kann das sein? Gromna hätte sowas nie zugelassen. Gromna, das ist ein Name, den ich bei den Käfern am Ofen gehört habe. Sie haben gesagt, er habe den Befehl zum Verbrennen der Kinder gegeben. Aber das ist absurd. Er ist mein Mentor, ein brillanter Entomologe. Er würde niemals... Entomologe. Unser führender Insektenwissenschaftler. Darum hat ihn die Friedenskommission auch für diesen Einsatz ausgewählt. Einsatz? Was für ein Einsatz? Was zum Teufel ist hier los? Wir wurden vor ein paar Monaten hierher geschickt, um diesen Insektenstaat zu untersuchen. Dabei sind wir gefangen worden. Aber Gromna hat die Königin überzeugt, Frieden zu schließen. Seitdem leben beide Seiten in Frieden. Morgen sollen sich übrigens beide Anführer treffen und das Abkommen unterzeichnen. Glauben Sie mir, Graven, hier stimmt was nicht und ich bin sicher, dass dieser Gromner was damit zu tun hat. Sie müssen mir helfen. Tut mir leid, kann ich nicht. Außer, Sie können Ihre wilden Anschuldigungen irgendwie beweisen. Na dann, wenn Sie unbedingt Beweise brauchen, kriegen Sie die auch. Graven, Chick-Tock braucht eine Bevollmächtigung, um einen Harnisch höher einstufen zu lassen. Wer kann das anordnen? Eigentlich nur Gromner selber. Aber der hat kaum noch Zeit für sowas, weil er in den Räumen der Königin gebraucht wird. Ich denke, wir können Chick-Tock an der Nase herumführen, wenn wir meine Position so richtig wichtig klingen lassen. Was soll ich sagen? Sag ihm, die Bevollmächtigung kommt von Gravin, dem Schützling von Gromner, dem ehrwürdigen Assistenten der Königin. Das sollte reichen. Jetzt glauben Sie mir doch,
Das Harnisch, das Sie tragen, wird Sie nicht an den Sicherheitseinrichtungen vorbeikommen lassen. Vielleicht kann der Kübertechniker mit der neuen Version helfen. Der Ofen, er lebt. Irgendwie eine großartige Maschine. Allein ihr Umfang deutet auf riesige Kräfte. Ich brauche sofort mein neues Harnisch. Wer hat das genehmigt? Ravin, Protégé Gromnas, der ehrenwerte Assistent der Königin. Raven, warten Sie, bis ich das überprüft habe. Nach meinen Informationen ist Raven Assistent Gromnas. Aber das allein reicht noch nicht aus. Ich muss noch feststellen, ob Sie für die königliche Garde alt genug sind. Treten Sie über den Scanner, damit Ihr Alter bestätigt werden kann. Lass mich... Altersmindestanforderung bestätigt. Neues Erkennungsharnisch genehmigt. Vorschriften für Neuprogrammierung. Behandlung? Welche Behandlung? Eine Behandlung. Sie haben ein Mittel gefunden, das die Krankheit aufhält. Hier steht, ein gewisser Dr. Morgan habe eine Behandlung für DNAV entwickelt. Hast du bei dem nicht damals Medizin studiert? Ich war in den ersten Semestern, als er seinen Doktor gemacht hat. Tja, er nennt seine Entdeckung Hoffnung. Sie soll das Wachstum des DNAV verlangsamen, sodass die betroffenen Kinder fast doppelt so lange damit leben können. Die Azteken haben damals ohne moderne Medizin einen Weg gefunden, die Pest von Quetzalcoatl zu überleben. Hey, wenn morgen wirklich vor der Entdeckung eines Impfstoffs, eines echten Impfstoffs steht, dann kann er mich vielleicht gebrauchen. Vielleicht sollte ich meine Sachen packen und heimgehen. Was in Gottes Namen? Codewort? Mist. Zugang abgelehnt. Königliche Wache bestätigt. Eintreten. Ja! Um Gottes Willen, das sind Zyklopenbabys. Dr. Morgan? Was für ein Test ist das? Ah, Max. Gerade zur rechten Zeit. Das ist ein Test der Bewusstseinsschwelle. Das Serum geht direkt in die Nervenkapillaren des Gehirns. Der Kreatur wird zwar eigentlich nicht wehgetan, aber trotzdem fühlt sie Schmerzen am ganzen Körper. Was? Das ist doch kein Experiment. Das ist Quälerei. Was für einen Sinn könnte das... Wenn Sie irgendwann mal mein Chef sind, Max, können Sie meine Methode in Frage stellen. Ich hoffe hier auf wichtige Ergebnisse und das rechtfertigt jedes Experiment. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, Max... Man kann kein Omelett machen, ohne vorher ein paar Eier zu zerschlagen. Was in Gottes Namen? Nein, meine Kraft zerbricht die Flasche. Ich muss sie irgendwie abschneiden. Mist. Eine Beiz... Eine Röhre oder eine Art Tunnel, wie man das wohl aktiviert. Dieser Zyklop zur Hälfte Insekt. Wer sind Sie? Gritzer. Gritzer? Ja, das ist mein Name. Dame, Lamme.
Woher kommen Sie? Aus. Maus. Woher kommen Sie? Vom Tim. Was für ein Team? Suchtrupp. Forschungsteam. Insekten. Zu. Untersuchen. Anführer und Betrüger? Womit hat er euch betrogen? Betrüger. Er hat mir das an... Was hat er mit Ihnen angestellt? Was für Experimente? Seine Suche. Verstehe ich nicht. Was für eine Antwort? Was? Dann. Was machen Sie hier? Ist meine Was für eine Pflicht? Flaschen sind Kinder? Zyklonen. Grumnat. Ich bringe hier den Beweis, Graven. Helfen Sie mir jetzt? Großer Gott. Ja, natürlich. Wir sollten Grom nach Behausung durchsuchen. Kommen Sie. Ich kenne seinen Geheimcode. Ich habe Ihre Kollegen in den Gemächern der Königin gesehen. Romna hat ihre Unterkörper durch Insektenbeine ersetzt. Was? Die habe ich nicht mehr gesehen seit... Wir müssen sie retten. Tut mir leid, Graven, aber ihre Seelen sind auch verschwunden. Es ist zu spät. Auf dass sie ihre Seelen Ruhe finden. Wie lautet der Geheimcode, Graven? Unsterblich. Mit dem Wort sollte sich die Tür öffnen lassen. Codewort? Unsterblich. Eintreten. Was ist das? Das sind irgendwelche Zeichnungen. Von der Form her sehen sie fast wie Diagramme der großen Maschine aus. Die große Maschine? Was ist denn das? Das ist eine Riesenmaschine am Rande des Insektenstaats. Einige sagen, der Schöpfer selbst hat sie dorthin gestellt. Andere meinen, es ist eine Art Energiequelle. Früher hörte man immer ein summendes Geräusch. Aber jetzt ist es ruhig. Was? Die Aufzeichnungen zeigen, dass zwei Teile herausgenommen wurden, um den Insekten zu helfen. Ich muss an der großen Maschine was nachschauen. In Gromnas Notizen heißt es, dass der Soundgenerator die Wurmtransportröhre öffnet.
Verstümmelte Maden, was macht Krom da nur mit denen? Verstümmelte Maden. Ein abgeschlossener Schrank. Wahrscheinlich hat der Verräter was Wichtiges drin. Mist. Ein abgeschlossener Schrank. Wahrscheinlich hat der Verräter was Wichtiges drin. Das Kissen sieht recht klumpig aus. Aha, ein Schlüssel. Aus der Kontrollkonsole kommt ein komisches Geräusch. Ein Soundgenerator. Hallo, meine Kinder. Euer Vater ist hier. Vater! Vater ist hier. Kerl gemacht. Der hat einen Insektenkörper. Wer sind Sie? Ich bin Grimwald. Und Sie sind? Ich bin Grimwald. Grimwald. Der Held. Zu spät, um uns zu retten. Held. Woher kommen Sie? Wie Wissenschaftler um die Insekten zu erforschen. Wer hat Sie geschickt? Friedenskommission. Die Insekten. Lage zu stoppen. Plage? Sie meinen, die Insekten wollen die Städte unten einnehmen? Ja. Ich bin Grimwald. Sie meinen das Friedensabkommen? Was? Ich muss die Kommission warnen, bevor es zu spät ist? Es ist zu spät. Zu weit weg von der Stadt. Unsere Leute sind alle verloren. Gromner ist ein Verräter. Verräter und Schlechter. Getan, wollte nicht, dass ich rechten kann. Ich sitze hier fest. Für immer. Team? Welches Team? Friedenskommission.
Die Insektenplage zu stoppen. Was machen Sie hier? Ich füttere die Klons. Das sind keine echten Kinder. Echt? Echt genug? Damit die Königin sie frisst. Oh Gott. Ihr Gott kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Kinder in Käfigen. Das wird ja immer schlimmer. Sogar die Tür ist von einer Wand aus lebendigen Würmern blockiert. Diese Maden machen Geräusche, was das wohl soll. Diese Maden machen komische Geräusche. Ich frag mich... Ja. Denen wird mit dieser teuflischen Maschine das Blut ausgesaugt. Sieht aus wie ein Teil der großen Maschine, aber ich kann es nicht bewegen. Mit irgendetwas muss ich diese Maschine stoppen. Nur dann kann ich sie ausstellen und mitnehmen. Ein Maschinenteil. Hoffentlich ist's das, was Gravin wollte. Ein Maschinenteil. Hoffentlich ist's das, was Gravin wollte. Sie ist ein halbes Insekt, aber scheint den Zyklopengeist behalten zu haben. Wer sind Sie? Krella, was für eine Überraschung, einen anderen Zyklopen hier im Insektenstaat zu sehen. Gerade hier in den Räumen der Königin. Sie kommen mir bekannt vor. Kenne ich Sie? Ich bin Grimwall. Der Grimwall? Der Kriegsheld? Das ist doch unmöglich. Das muss ein Zeichen der Götter sein. Woher kommen Sie? Aus der Stadt natürlich. Ich gehörte zu Gromnas Expedition, bevor uns alle betrogen hat. Das verstehe ich nicht. Wie hat Gromna Sie betrogen? Schwer zu erklären, aber ich hab's jetzt begriffen. Kann ich Ihnen alles erklären, wenn Sie wollen? Ich habe nur wenig Zeit, aber ich würde gern die ganze Geschichte hören. Ich werd's kurz machen. Nachdem wir gefangen wurden, wollte die Königin uns eigentlich töten. Aber Gromna hat das verhindert, obwohl ein schneller Tod wahrscheinlich besser gewesen wäre als seine Operationen. Ich verstehe nicht, was diese Operationen mit dem Plan der Insekten zu tun haben. Gar nichts. Gromna kocht sein eigenes Süppchen. Er sucht nach dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Er denkt, Insekten mit Menschen zu kreuzen und kybernetisch zu verändern, ist der erste Schritt. Wir waren seine Versuchskaninchen, seine Pannen. Als Sklavenarbeiter sollen wir ihm jetzt dienen, bis wir sterben. Warum versuchen Sie nicht zu fliehen? Wir sind schon zur Hälfte Insekten.
Damit ist unser eigener Wille gebrochen. Und daher müssen wir der Königin gehorchen. Bald werde ich genauso verrückt sein wie alle anderen hier. Was genau machen Sie hier? Ich verfolge die Lebenszeichen der Clones. Wenn sie fast tot sind, rufe ich eine der Drohnen, die den Körper abholt und in den Ofen wirft. Danach bringt eine Drohne den nächsten Klon. Ich tue alles, was ich kann, damit sie nicht unnötig leiden müssen. Sie tun mir so leid. Wie funktioniert das Ding? Ist im Grunde eine Transfusionsmaschine, die den Klons das Blut absaugt und damit die Königin füttert. Kann man das Ding nicht irgendwie abschalten? Nicht, dass ich wüsste. Nur Gromner weiß, wie das geht. Er hat die Maschine selbst gebaut. Muss ich durch die Eingeweide des Monsters? Ein Maschinenteil. Na wunderbar. Jetzt sitze ich hier fest. Tut mir leid, dieses Zeug wird wohl nicht stabil genug. Mist. Oh, wo haben Sie das gefunden? Das hat einen Mechanismus angetrieben, der den Kindern das Blut ausgesaugt hat, um die Königin damit zu füttern. Das ist furchtbar. Das hätte ich nie von Gromner gedacht. DNA-Test begonnen. Ja, gut. Genau so. Und... Nein! Molekulare Zusammenhang negativ. Verdammt! Verstehen Sie den Zweck dieses Dings? Noch nicht ganz. Ich brauche mehr Zeit dafür. Gromner hat zwei Teile herausgenommen, so eine Art Generatoren. Ich muss sie wieder einbauen, um die Maschinen zum Laufen zu bringen. Dummerweise weiß nur Gromner, wo die Teile sind. Was ist das? Sieht aus wie ein kleines Wurmloch. Und wo führt das hin? Im Moment nirgendwo. Stellen Sie sich als Tunnel mit nur einer offenen Tür vor. Es bleibt so lange eine Sackgasse, bis noch eine Tür geöffnet wird. Was ist mit dem zweiten fehlenden Teil? Das könnte es sein. Wo auch immer es ist, Sie müssen es noch vor den Friedensverhandlungen morgen finden. Ich glaube, es ist nur eine clevere Verschleierung eines unheilvollen Plans. Irgendwie muss ich darauf kommen. Nach langen Jahren des Wartens ist die Zeit endlich gekommen. Heute versammelt ihr euch als Außenseiter und Angreifer. Und morgen schon werden eure Truppen wie eine mörderische Welle durch die Stadt fegen und Vergeltung bringen. Viel zu lange habt ihr gelitten. Habt unter der Oberfläche ein elendiges Dasein geführt und zuschauen müssen, wie Aggressoren in den Ländern leben, die euch einst gehörten. Wollt ihr auf ewig so dahin vegetieren und dieses himmelschreiende Unrecht weiter dulden? Obwohl ich einer von ihnen bin, hat mich der Feind viel zu lange geknechtet. Mich verspottet, genau wegen der Erkenntnisse, die euch jetzt zum Sieg verhelfen werden. Mit meiner neuen Technologie werdet ihr den Gegner im kommenden Krieg nur so dahin messen.
Gronterra einnehmen und endlich den Platz besetzen, der euch seit langem zusteht. Herrscher des Planeten, eures Planeten. Eure Zeit ist gekommen. Schon morgen Abend wird die Herrschaft der Zyklopen ein Ende finden und ein neues Zeitalter für alle Insekten anbrechen. Diese Regler sehen aus wie die, die Graven am Portal benutzt hat. Mein Gott, das war's. So einfach war die Lösung. Kann das denn sein? Mein Gott, das ist es! Die ganze Zeit lag die Antwort hier, direkt vor meinen Augen, von Anfang an! Und jetzt? Gleich weiß nämlich der ganze verdammte Insektenstaat Bescheid. Stopp! Ich hab's! Das zweite Teil ist ein Kompass für das Wurmloch. Mit dem kann ich sämtliche Türen öffnen. Ich gebe die Koordinaten des Friedensgerichtes ein. Wenn wir denen von Gromner erzählen, werden sie sicher den ganzen Laden mit einer Atombombe hochgehen lassen. Das ist die Lösung.